Hallo und herzlich willkommen zurück zum Test-Server. Dieses Video beinhaltet das bisherige Fazit zur Erweiterung auf dem Test-Server, beziehungsweise das bisherige Fazit das bisherige Fazit vom Drachenkrieger, was sich damit alles ändern wird und so. Auf jeden Fall, was ich gemerkt habe, ist, dass die Monster, wenn es ein paar im Vollkraft unfair sind. Oder es kommt einfach darauf an, dass sie einfach ein mega Kacke-Charakter ist, der einfach noch nicht kann. Und was ihm auch hier, diese Skorpione, die sind so fies. Und ich bin auch echt am versus unprobierenden Skills, zum Beispiel, guck mal hier. Puff. Das ist, wenn man einen Bodenbrecher bei allen Sachen skillt, beziehungsweise die letzte Explosion gibt es hier am Ende. Aber ich finde es schade, dass nichts Großartiges, beziehungsweise Starkes fürs Drachenzorn gekommen ist. Das war nämlich mein Lieblingsskillboss, jetzt ist er, ja, genauso wie vorher. Nicht unbedingt besser. Ich meine, eine 3 Meter Explosion, das ist nix. Ich kann ja mal kurz austesten. Aber ich sag einfach, es ist nix. Erstmal, es macht weiterhin schön Damage. Aber das war's auch wieder. Früher hat das einfach mal instant die Laufgeschwindigkeit reduziert. Und jetzt, jo, halt nicht mehr. Ja gut, ist halt ein Skill reduziert worden und die anderen alle mega krass overpowered gemacht worden. Was ich auch jetzt gemerkt habe, ist, die Heilung davon ist voll Kage. Ich kann es ja mal kurz mal zeigen. Das ist wahrscheinlich jetzt gerade nicht so wichtig. Yep. Moment, dafür brauche ich das Banner. Und mir ist auch aufgefallen, ich will unbedingt noch ein Skill-Teil hierhin haben. Jetzt mit dem neuen Skill ist das alles ziemlich voll geworden und ich möchte auf nur unwenig auf ein paar gute Skills verzichten, weil das Kampffrosch wird doch irgendwie gut sein. Irgendwie bekommt man es bestimmt hin, dass man es dann benutzt. Beziehungsweise ich möchte das Banner einfach wieder benutzen. Im PvP wird es wahrscheinlich für den Bodenbrecher aus wegrüsten. So, hier kann ich kurz mal zeigen. Was wollte ich zeigen? Genau das. Habe ich jetzt das Banner gezündet und na gut, dann legen wir mal als nächstes. Suchen wir uns gleich noch mal eine Stelle, wo ich euch das zeigen kann. Übrigens, das hier ist linear und das hier müsste auch linear sein. Das heißt, steigt immer gleich mäßig an. Das hier natürlich auch. Schaden. Wie auch vorher. Das hat mich am Anfang gedacht. Das hat mich am Anfang verstutzt. Und mittlerweile. Jo. Mein Charakter wird krass stärker, weil wenn ich sage, einfach mal. Ich habe zwei Items, die ungefähr zusammen 2500 Crit machen. Mit meinen 25% von meinem Drachenschmerz-Set. Sind das dann, ja, die 500 auf jeden Fall, damit die raufkommen. 600, sagen wir mal, bin ich bei 3000 und bei 3000 hat man anscheinend einen guten Wert. Jetzt kann ich euch kurz das mal zeigen, jetzt ist es sogar richtig cool. Es fängt jetzt nicht an zu heilen. Und
kannst zwar 10.000 Mal resetten oder so. Macht das überhaupt Schaden? Ne, es macht doch nicht mal Schaden. Aber ich möchte nochmal gucken, weil ich weiß jetzt gar nicht, was für eine große. Beziehungsweise, wenn ich dann noch eine hohe Crit-Chance habe, ich sag mal 60% Crit-Chance, dann benutze ich auch den Wutschlag, weil mit dem Wutschlag wird das in Heimer krass geil. Ich muss kurz. Das ist echt ätzend, das hier mit dem Banner, ne? Das ist ja. Muss man halt ein bisschen warten. Dann würde ich hier nämlich hier rauf gehen. Abklingzeiten werden vertauscht. So. Und ich hasse dieses unsichtbare PNG, wenn man das Charakterfenster aufmacht. Da kann man plötzlich nicht mehr hier hinklicken. Ungefähr hier. Nö. Geht dann so ein paar Sachen nicht mehr. Ab und zu geht's, aber dann ohne wieder nicht. Das finde ich doof. Haben sie immer noch nicht gefixt. Oder geändert. Weil ich möchte nämlich schon gerne bei ein paar Sachen möchte ich einfach das Charakterfenster aufhaben, um zu gucken, wie krass ich dann plötzlich hochgehe. Ach, guck mal, ich hab. So. Und Charakterfenster auf und. Und gucken, wie meine Crit-Chance wird. Das hatte ich gar nicht geskillt, sehr gut. Aber ich sag mal, ich kann es ja eben kurz ausrechnen. 100 Mal sind 25%, die ich drauf bekomme. 25%, das werden auf das gerechnet. 100, 200 drauf. Ja gut. Und wenn man dann 50% mitnimmt, dann wären das 2600. Oder das wäre auch nicht schlecht. Also wenn man dann das Angriffstempo nimmt. Also halt das denn jetzt nochmal. Das halt doch. Okay. Jetzt wird dann halt schnell die einen weiteren finden. Ich kann das ja auch so machen. Gut. Aber jetzt halt doch. Ich hab. Okay, wenn man jetzt gerade am Stapeln ist, heilt's nicht. Aha, okay. Dann habe ich natürlich wieder was gelernt. Was mich auf jeden Fall am Anfang, also auf jeden Fall, Fazit für den DK ist es, er wird im Schaden, jetzt gehe ich einfach mal davon aus, immens viel stärker. Eigentlich kann man sagen, insgesamt wird jede Karte vom Schaden her immens viel stärker. Aber von Defensiven werden alle total schwächer. Weil früher beim Wissenbaum, da gab es, wie heißt es hier, immer pro Level 1% Leben, 1% Schaden. Jetzt kann man das natürlich auch noch machen. Bloß ich glaube nicht, dass, ich glaube nicht, dass unbedingt jetzt, beziehungsweise, das geht eigentlich gar nicht mehr, weil Zweihandschaden fällt ja jetzt ungefähr weg. Dafür ist das da. Und Block ist dafür das da. Wie viel das tatsächlich bringt, weiß ich nicht. Aber ich guck auch. Also ich bin gespannt. Also wenn hinterher auf den Livestream, ich bin mal gespannt, wie viel das ausmacht. Also so ungefähr das Einstecken für mehr Wut generieren. Und da denke ich mir auch so, ja, mit Dragon-Set und dann so viel Wut und dann so, kann man bestimmt einige Skills ziemlich spam. Auf jeden Fall denke ich mir dann wohl, dass der hier einfach am meisten gespammt wird.
Bin auch noch nicht ganz so sicher, auf welche Skillung ich gehen soll, weil ich will auf jeden Fall einmal den auch noch rein haben. Aber im PvP braucht man das dann nicht und mir fehlt einfach ein Skillplatz. Das ist. Ja. Mir fehlt einfach ein Skillplatz. Aber ich möchte auch auf. Weil ich mit die beiden. Beziehungsweise die drei Skills. Eine Befreiung, doch eine Befreiung. Der Haupt-Damage-Skill. Der zweite Damage-Skill. Weil mit was soll ich denn bitte schön machen? Und dann ist. Das hier sind die beiden krassesten Damage-Skills. Beziehungsweise das würde ich. Das könnte ich ruhig rauslassen. Weil der Skill ist nur im PvP krass gut. Aber ich würde ihn auch gerne einfach im PvP einfach weiter benutzen, weil haben wir schon gemacht. So ist es nicht. Und wahrscheinlich werde ich dann einfach sagen, Drachenzorn. Also für PvP werde ich wahrscheinlich den Drachenzorn nicht mehr benutzen. No. Hallo? Es geht dann einmal meine Sachen hoch und gut. Ja. Und so bekommt er einfach seine Heilung. Das ist ja cool. Also worauf ich wahrscheinlich dann skillen werde, ist entweder hier auch eine schöne Blutung. Oh, ich will noch einmal den Skill machen hiermit. Ich möchte noch einmal den Ansturm overusen. Das hat nämlich auch ziemlich viel Spaß gemacht. Jetzt muss ich gleich ins Banner gehen. Alle gleich mal zum Bluten bringen und dann overuse ich einfach mal kurzzeitig anstürmen. Wow, das hat so Spaß gemacht. So, und. Okay, da war jetzt einer nicht am Bluten, aber. Es macht voll Spaß, so ein Skill die ganze Zeit zu spammen. Also, mein Fazit ist auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall in einem. Moment mal, ich skill mal noch weiter um. Was macht das überhaupt? Finger, die kosten noch 5. Dann kann ich die noch mehr spammen. Platziert. Auch Geschwindigkeit. Wiegt. Schaden zu. Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit. Ne, das will ich nicht. Und ich würde mal sagen. Beziehungsweise. Der Reset-Button, der hier ist. Der ist peng, weil man kann einfach so mit Rechtsklick. Oder hier einfach Doppelklick. Seine Skills wieder resetten. So. Okay, waren jetzt anscheinend zu viele. Wahrscheinlich werde ich einfach für das normale Mobs kloppen einen neuen AOE benutzen, nämlich einmal hier die Sachen weg. Da benutze ich eher nicht den X benutzen, sondern eher hier. Und wahrscheinlich mache ich dann halt echt so. Und dann suche ich mir immer die großen Mobs. Habe ich hier nur einen Punkt übrig, die Tode. Nee, egal. Also große Mob-Gruppen. Beziehungsweise pulle ich mir dann immer dann zusammen. Wenn ich hier am Mobs klatschen bin. Für Bosse wird natürlich wieder umgeändert. Aber wahrscheinlich werde ich dann trotzdem das Banner behalten. Und einfach hier so. Und dann
gönne ich mir kurz mal das und dann habe ich hier alles getan. Das Optimalste. Das Optimalste wäre natürlich, wenn es dann hinter bei Endbosskämpfen oder Bosskämpfen einfach auch immer wieder Minions bespawnen werden. Beziehungsweise im PvE würde ich dann tatsächlich den Skill, obwohl der ist ja für herumlaufen. Also was ich auf jeden Fall so lassen werde, ist, wenn ich mir zwei haben geben. Dann nehme ich einfach mal eine normale Easygoing-Taktik rein, dann mache ich das raus und einfach nochmal wie gewohnt. Warum spiele ich denn einfach nicht einfach so weiter wie gewohnt? Das geht so jetzt nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das Skill so krass, dass man ihn jetzt unbedingt benutzen soll? Ich sag mal, für PvE ist er nicht so. Weil die Heilung ist zwar gut, aber nicht das Beste. Wahrscheinlich werde ich es einfach nur für große Mob-Gruppen benutzen, weil ich einfach so große Mob-Gruppen kaputt haue. Bei mir auch nicht. Ich finde, für mich ist auch nicht so geeignet. Auf jeden Fall werde ich mit, wenn ich eine hohe kritische Treffverwendung habe, auf das gehen. Um die ganze Zeit meinen Kriegsbanner zu resetten und dann die ganze Zeit immer wieder Damage damit rauszuhauen. Allein das ist schon hammer heftig geil. Und eventuell lasse ich dann das auch noch skillen, weil das ist doch schon. Stimmt. Den immer auch immer wieder resetten damit. Beste. Und noch. Was mich aber so ein bisschen stört, ist, dass diese Erweiterung ziemlich krass auf die Angriffsgeschwindigkeit geht. Also da muss ich sagen, Big Point, ihr habt da wieder richtig gut überlegt, wie viel wie ihr wieder Geld pumpen könnt. Weil was wird pro Angriff benutzt? Essenzen! Und wenn der Attack Speed größer ist, verbraucht man natürlich mehr Essenzen. Das heißt, man muss sich mehr Essenzen kaufen. Ja, ist auch ein schöner Trick. Aber ich bin eher nicht so ein Fan von überkrass Attack Speed haben. Weil wie gesagt, dann verbraucht man eine Menge Essenzen und das ist wieder alles schön teuer. Und ich habe halt auch keine Essenzen mehr. Aber was mir auch aufgefallen ist, man levelt einfach irgendwie extrem schnell. Also von 45 auf 46 levelt man extrem schnell. Ich bin mal gespannt. Also ich schätze mal, dass die letzten beiden Level 48 bis 50 unheimlich lange dauern. Es wird so lange dauern. Ich verspreche euch, das wird so abnormal lange dauern. Also erst ab 48 XP-Waff benutzen. Ja. Mal wieder einige gehauen werden. Was mache ich denn da? Wie funktioniert denn das? Also man muss echt sagen, der Skill gefällt mir für große Massen. Macht einmal seinen Banner rein. Macht den 1, 2, 3 Mal. Und schnelles Angriffsgeschwindigkeit. Und dann kann man den hier spammen. Jo. Und es gefällt mir auch einfach mega genial, dass das Kriegsbanner jetzt einfach mal Schaden macht. Das finde ich so genial. Was man natürlich auch machen kann, ist statt das benutzen, Drachenzorn benutzen. Ich glaube, den werde ich dann irgendwie doch wieder nicht benutzen, weil ich möchte dann irgendwie doch eher schneller vorankommen. Und ungefähr, also für gewisse Farmrouten werde ich den einfach benutzen, um gewisse Mobgruppen zu überspringen. Also das ist
wohl das Masterding. Aber ich kann es echt schon kaum noch erwarten. Mann. Okay, am 26. August kommt die Erweiterung. Und es ist irgendwie gerade mal 12. oder 14. Das sind 12 Tage. Warum? Das ist. Kriege ich das auf 100 gestartet jetzt? Okay, jetzt ist auch schon wieder. Das andere weg. Und dann reite ich mal eben zurück, damit ich nicht gekillt werde. Weil was mir auch krass aufgefallen ist, ist im Moment, habe ich hier irgendwas kaputt. Oh ja, jetzt kann ich euch kurz mal zeigen, was mich schockiert. Das wird auch das letzte sein. Nämlich die Reparaturkosten. Alter, seit wann ist das so teuer? Ich meine, das ist jetzt fast kaputt. Hier auch ein paar Dinger ziemlich weit low. Aber seit wann ist das so krass teuer? Also das ist echt heftig. Hier war gerade einer mit der Schildkröte, die ist cool. Aber werde ich wahrscheinlich nicht benutzen, weil Rüstungswert hat man eh hinter genug. Ein schöner Rüstungstorso und dann die Gaukler schon herein. Beste. Mehr braucht man nicht. Ja. Ich werde wahrscheinlich dann irgendwie doch auf Leben gehen müssen. Ich werde wahrscheinlich das nehmen. Das werde ich auf jeden Fall intensiv testen. Und dann halt 15. Kommt drauf an. Ja, naja. Wir werden es sehen. Wir werden sehen, wenn die Erweiterung rauskommt. Ich hoffe, dann hat euch das hier einmal wieder alles schön gefallen. Für meinen Fazit, Lautag, bitte komm. Bitte komm, endlich. Ich kann es kaum noch erwarten. Gut, dann sage ich mal tschüss. Ja. Und bis zum nächsten Video. Hi. Hi.